Katastrophe liegt ein bisschen im Ohr rum und ärgert dich. Lässt dich nicht ärgern. Aber ihr wisst, was ich meine. Dann gibt es noch das Z. Ich weiß nicht, ob ihr das alle sehen könnt. Hier auf dieser Seite hier, ne? Wirklich habe ich jetzt quasi den Knopf und kann dieses Step machen. Super, sehr schön. Das jetzt zu erklären, wie das geht, das haben wir mal bei Zirkuskunst gemacht, da haben wir auch Videos zu. Würde ich am besten an der Wand machen, ne? Braucht ganz viel zu sehen. Das sind jetzt so die Sachen, die wir auf einen Fall haben. Gibt es noch etwas? Du hast ja keine Ahnung. Und sie kann zum Beispiel auch sitzen, aber sie kann nicht liegen. Also wenn die zufällig liegt und man geht dann zu ihr hin und gibt ihr dann so ein Leckerchen oder verzögert dieses Aufstehen, dann sitzt sie, aber wir haben noch keinen Weg gefunden, dass sie sich hinlegt auf Kommando. Ich versuche dann immer, wenn sie sich gerade wälzen will, das macht die ganz oft, sie so ein bisschen anzutippen hinten, dann hört die immer auf. Und deswegen müssen wir leider den Weg der Klassiker eingehen. Die bedeuten, es gibt erst ein Filet, das darf die Larissa mal eben machen. Und Dorina kennt das alles schon. Ihr könnt auch nachher diese kleinen Tricks von jeder mal einen ausprobieren. Und dann stellt man die Pferde erstmal auf, dass sie vorne breitbeinig sind. Da steht nur Bahnhof. Und führt die mit der Möhre nach unten. Genau, schön. Ja, die will schon Kompliment machen. Und dann nachher das so rausfiltert, dass der Kopf auch wieder vorkommt. Ne? Dann gibt es noch die Bergziege, wo man die Hinterbeine anfrischiert, dass die mehr unter den Körper kommen. Ist eine Vorbereitung für Binding. Die lassen wir jetzt weg. Was wir dann eben als nächstes brauchen, ist das Kontinent. Und beim Kontinent